Herzlich willkommen zu unserer ersten Allsteins Mini-Class. Ich bin Priska und ich möchte euch heute die Hop 7s zeigen. Doch zuerst lade ich dich ein zu einem kleinen Aufwärmen, ja, um alle Muskeln zu mobilisieren. Musik. So, geht schon los. Das heißt, wir beginnen mit Beinkreisen. Locker, um die Fußgelenke aufzuwärmen. Andere Seite. So, dann machst du Kreise mit den Beinen aus der Hüfte heraus. Schön große Kreise. Und das andere Bein. So, dann hüpfst du ganz entspannt von einem Bein aufs andere. Und ein paar lockere Jumps. Und dann machst du ein paar Kicks nach hinten. Ein Bein aufs andere. Und dann ziehst du die Knie nach oben. Nach vorne hoch. Gedrehte Jumps, um so den ganzen Körper aufzuwärmen und aufzulockern. Gut, das war es auch schon mit unserem kurzen Aufwärmen, um ein bisschen zu kommen. So, zuerst möchte ich dir die Grundposition für Allsteins zeigen. Und zwar bist du beide Beine zusammen, Fersen zusammen und etwas auswärts. Das heißt, ungefähr mach ein V mit deinen Beinen und die Zehenspitzen zeigen nach außen. Natürlich stehen wir nicht immer so. Das heißt, ich mache jetzt alles gespiegelt. Nimm das rechte Bein nach vor und stell die Ferse zu deinen Zehenspitzen des linken Beins. Das ist die Grund. Und schön aufrecht stehen. Die Hände liegen am Körper nah dran. Du kannst auch eine Faust machen. Mit deinen Händen, damit kannst du die ganzen Arme ein bisschen gestreckter halten. So, aus dieser Position gehen wir auf die Zehenspitzen. Das heißt, versuch dich mit dem ganzen Körper hochzuziehen auf die Zehenspitzen. Ja. Das Turnout der Füße bleibt dabei bestehen. Das heißt, die Zehen und die Knie. Das ganze Bein aus der Hüfte weg schaut immer ein bisschen nach außen. Gut, aus diesem Turnout, mein Kater möchte auch gleich mittanzen, machen wir jetzt einen Hop. Ja? Wenn du auf die Zehenspitze bleibst, das heißt, ich ziehe uns ein, 5, 6, 7, 8, ein Hop. Und am Platz, versuch gleich wieder stehen zu bleiben in dieser aufrechten Position. Wir machen das gleich noch einmal. 5, 6, 7, 8, hopp! Genau, nimm mal das andere Bein nach vorne, linke Bein, da genauso. Zehenspitze, stößt an die Ferse an, ja. Such dich ganz gerade hinzustellen, Arme anlegen, mach eine Faust und dann ziehst du dich mit dem ganzen Körper nach oben in eine schöne Grundposition und jetzt machen wir einen Hopp gemeinsam. 5, 6, 7, 8 und hopp. Wunderbar. Gleich noch einmal. 5, 6, 7, 8 und hopp. Sehr gut. So, aus diesem Hopp, wir haben ja, der Schritt heißt Hop 7. Und das heißt, wir brauchen 6 kleine Schritte noch anschließend an dieses Hopp dran. Die gehen in eine Seitwärtsbewegung. Das heißt, nimm mal dein rechtes Bein nach vor und nach diesem ersten Hop gehen wir 3 Schritte nach rechts mit dem vorderen Bein. Das kann immer nach rechts gehen. Und das hintere Bein stellt einfach dazu. Ja, schon los. Ein Stück hier auf die Seite. So, 5, 6, 7, 8. Hopp, auf, zu, auf, zu, auf, stopp. Wunderbar. Gut, wir machen
das gleich noch einmal. Nochmal. Schau, dass du ein kleines bisschen Platz hast neben dir. Schön los. 5, 6, 7, 8. Hopp. Auf, zu, auf, zu, auf, stopp. Genau. Und schau, dass du am Schluss wieder ganz gerade stehen bleiben kannst nach diesen Seitschritten. Und immer im gleichen Stand die Schritte machst. Wir machen das auf die andere Seite. Das heißt, nimm das linke Bein nach vorne und wir gehen die Seitschritte nach links. Seitschritte nach links. 5, 6, 7, 8. Hopp, auf, zu, stopp. Wunderbar. Gleich noch einmal nach links. So, von dieser Seite hier. 5, 6, 7, 8. Hopp, auf, zu, stopp. Sehr gut. So, wir machen das jetzt noch einmal nach rechts. Und ich zähle die Richter ein, wenn wir sagen, wir machen es ein bisschen flotter. 5, 6, 7, 8. Hopp, auf, zu, stopp. Gut, bisschen schneller. 5, 6, 7, 8. Hopp, auf, zu, stopp. Wunderbar. Einmal noch in diesem Tempo. 5, 6, 7, 8. Hopp, auf, zu, stopp. Wunderbar. Nimm das andere Bein nach vorne. Das gleiche auf diese Seite. 5, 6, 7, 8. Hopp, auf, zu, stopp. Wunderbar. Gleich noch einmal. Diese Seite. 5, 6, 7, 8. Hopp, auf, zu, stopp. Sehr gut. Wir machen das gleich in dieser Form mit Musik. Wird jetzt ein klein bisschen, noch ein klein bisschen flotter sein, aber ich bin sicher, das wird klappen. So, das rechte Bein nach vorne. Gemacht. Mehr dazu das nächste Mal. Das heißt, bis bald. Alles Liebe!